Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, die Älteren unter Ihnen kennen alle noch Rudolf Schock. Ne? Ist ein Begriff. Rudolf Schock hat gesungen, immer nur lächeln, immer nur vergnügt. Es ist ein Titel aus der Operette Land des Lächelns von Franz Leha. Und diese Operette erzählt von einem chinesischen Prinzen, der sagt, trotz meiner inneren Gefühle muss mein Lächeln, trotz meiner Schmerzen und meiner Sehnsüchte, muss ich immer meine Zuckerseite zeigen. Und er singt, wie es da drin aussieht, geht niemanden an. Ist das nicht so in unserem Leben allzu oft? Wir trennen innen und außen. Und wir spielen oft so als Mensch oder müssen manchmal ja auch. Ne? Also ich kenne das ja auch gut. Ich bin nie der Stefan Buß. Wo ich hinkomme, bin ich erstmal der Stadtpfarrer. Ne? Und dann kommt man all mit den Dingen. Und dann muss man natürlich auch, wenn man so eine Rolle hat, eine Rolle spielen. Obwohl, nee, ich versuche auch dann authentisch zu sein. Das ist, glaube ich, wichtig. Aber wir haben alle Situationen in unserem Leben, wo wir so das Innere für uns und ja nichts nach außen lassen. Außen und innen, da klafft manchmal eine große Schere auseinander. So auch bei der US-Amerikanerin Marilyn van de Boer. Sie wurde 1937 in Denver geboren und schreibt und erzählt von ihrer Zweiteilung ihrer Person in ihrem Buch, das mir neulich in die Hand fiel, mit dem Titel »Ein Tagkind und ein Nachtkind«. Marilyn van der Boer war eine amerikanische Erfolgsfrau. Miss America, mit 19 Jahren wird sie Miss America, tritt überall auf und im Buch steht, sie schreibt dann, ich habe immer mein Lächeln aufgesetzt. Und im Buch steht dann, du wirst kein Bild von mir finden, wo ich nicht lächle. Ich habe dann mal im Internet nachgeguckt unter ihrem Namen. Es ist so, es gibt nur Bilder von ihr, wo sie am Lächeln ist. Eine kluge, eine witzige, eine Erfolgsfrau mit einer perfekten Familie im Hintergrund, mit einem charmanten, wohltätigen, geschäftstüchtigen Vater, einer Mutter, die den Haushalt und alles drumherum fest in der Hand hat. Aber von ihrem 5. Lebensjahr bis zu ihrem 18. Lebensjahr werden sie und ihre älteste Schwester durch den Vater Tag für Tag sexuell missbraucht. Und Marilyn beschreibt in ihrem Buch auf wunderbare Weise, sehr offen und klar, ihren Lebensweg und ihre Trennung in Tagkind und Nachtkind. Und da passt wie die Faust auf Auge 1. Thessalonicher Brief, die Lesung. Habe ich nicht ausgesucht, sondern ist die Leseordnung von heute. Da war die Rede von den Söhnen der Dunkelheit und Nacht und den Söhnen des Lichtes. Ne? Also auch die Bibel kennt diese zwei Welten schon. Marilyn wird in dieser Welt groß und gleicht sich dieser Welt vollkommen an. Das Nachtkind blendet sie vollkommen aus. Und sie lebt nur das Tagkind. Die Fassade ist perfekt. Das geht einige Jahre gut. Und immer wenn sie in die Berührung mit ihrem Nachtkind kommt, dann erlebt sie sich selber als dreckig, als krankhaft, als schlecht. Und macht sich selber noch Vorwürfe, dass sie überhaupt am Leben ist. Und es äußert sich dann auch im Ende in vielen körperlichen, organischen Erkrankungen, die sie oft auch in der Öffentlichkeit lähmen. Und es dauert bis zu ihrem 53. Lebensjahr. Ihr Vater ist längst schon gestorben und die Mutter, die alles wusste, hat es bis zum letzten Tag ihres Lebens geleugnet und immer davon gesprochen, wir sind die gute, perfekte Familie.
Marilyn van der Boer öffnet sich einem Fernsehkommentator und erlebt dann auch die Wechsel der Gefühle. Die einen sagen, guck sie dir an, die will sich ja nur interessant machen. Guck sie nur an, das ist eine Nestbeschmutzerin. Aber sie findet auch hohe Anerkennung bei vielen Männern und Frauen, vor allem auch bei Gleichbetroffenen. Und sie, und das ist auch das Anliegen ihres Buches, sie will Menschen mit dem gleichen Schicksal ermutigen, die innere Seite nach außen zu kehren. Das, was im Buch ziemlich knapp zusammengefasst ist, naja, es ist so ein Wälzer, aber das ist ja ein Prozess, der über Jahre geht, der vielleicht auch nie ganz abgeschlossen ist und der auch eine Wirklichkeit unserer Zeit ist. Und wenn es gelingt, wenn diese Menschen sich mit ihrer Betroffenheit öffnen können und vor allem auch auf ein Klima treffen, sich öffnen zu können, dann ist der erste Schritt in eine gute Zukunft getan. Marilyn van der Boer hat es für sich geschafft, mit ihrer Vergangenheit abzulegen, und sie schreibt in ihrem Buch, als es mir gelungen ist, mein Nachtkind zu akzeptieren, kam auch in diese Nacht das Licht hinein. Und mit diesem Licht vollzog sich in mir ein Stück Heilung. 18. November, Europa, Europäischer Gedenktag des Schutzes von Kindern vor sexuellem Ausbeutung und Missbrauch. Ein Thema, das uns lange bewegt und eigentlich noch viel mehr bewegen müsste, weil es eine Realität ist, weil es stattfindet, in den meisten Fällen in der Familie und im familiären Umfeld, aber auch in den Vereinen, in der Öffentlichkeit bis hinein, und wir haben dieses leidige Jahr 2010 ja auch hinter uns, sogar bis hinein in die Kirche. Und deshalb dürfen wir diese Themen unserer Gesellschaft nicht verschweigen und ad acta legen, sondern müssen wir offen mit ihnen umgehen. Und es ist, denke ich, allzu biblisch, das, was ich mir erlaubt habe, heute auszusuchen, weil es nicht vorgeschrieben ist, ist der Umgang Jesu mit Kindern. Ich glaube, das ist richtungsweisend auch für unser Verhalten. Worum geht es? Dem Kind sensibel entgegenzutreten, es wahrzunehmen, ernst zu nehmen, dem Kind eine Würde geben. Ich denke, das sind die Anfänge auch all dieser Dinge, die, und vielleicht auch die Prävention, dass diese Dinge, diese furchtbaren Dinge an Kindern nicht geschehen. Es gibt ein Logo zum heutigen Tag. Auf diesem Logo sind 5 Blüten dargestellt. 4 sind weiß und eine Blüte ist rot. Sie bringt uns sehr erschütternd die Wirklichkeit vor Augen. 1 von 5 Kindern erfährt Gewalt oder sexuellen Missbrauch, egal in seinem Umfeld. Und das ist eigentlich eine erschütternde Zahl, wenn wir uns das bewusst machen. Und es gilt, und das will dieser Tag ja auch ins Bewusstsein schaffen, dass wir sensibel sind. Wir haben da alle dazugelernt. Frau Schmidt-Hahnl ist als Präventionsbeauftragte heute auch, und sie steht eigentlich für die Person auch in unserer Diözese, die das in klarer Deutlichkeit, es geht keine Ausbildung und Begleitung und keine Berufsausführung mehr ohne Präventionsschulung. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger, und da geht es darum, glaube ich auch, so habe ich das erlebt, dass wir selber, wo wir mit Kindern und überhaupt mit Menschen in Berührung sind, sensibel sind. Sensibel für die kleinen Zeichen, die oft versteckt und am Rande sind. Und diese, es ist ein Thema in unseren Kindergärten, in unseren Schulen. Was nehmen wir an Kindern wahr? Und sind wir dann auch so offen, machen wir nicht den da, ne? Sondern sind wir dann auch bereit, Schritte zu gehen? Ich denke, da steht die Präventionsbeauftragte als Ansprechpartnerin, da ist auch der Sozialdienst
katholischer Frauen und viele andere Beratungsstellen, die, wenn ich etwas wahrnehme, ich glaube, es ist immer einmal eins zu wenig gesagt als einmal was zu viel. Das ist ja das Problem unserer Gesellschaft. Wenn wir so ein wenig durch diesen Gedenk- und Schutztag ins Bewusstsein gerufen wird, dann sind wir, denke ich, auch auf dem richtigen Weg, sind wir hellhörig in unserer Gesellschaft, vor allem auch mit Kindern. Sie sind das wichtigste Gut, was uns anvertraut ist, und da gilt es auch, verantwortlich drauf zu schauen und umzugehen.